Die deutsche Bundeskanzlerin wird verspätet beim G20-Gipfel in Buenos Aires eintreffen. Wegen eines technischen Defekts muss die Regierungsmaschine in Köln zwischenlanden. Wie sich nun herausstellt, war die Situation gefährlicher als gedacht. Weil mehrere elektrische Systeme ausfallen, muss der Airbus Konrad Adenauer mit der deutschen Regierungschefin und dem deutschen Vizekanzler Olaf Scholz über den Niederlanden umkehren. Ein solcher Komplettausfall der Kommunikationsanlage gilt in der Luftfahrt als gefährlicher Notfall. Deswegen entschließen sich die Piloten sofort, den Flug nach Argentinien abzubrechen. Nur mit einem Satellitentelefon an Bord gelingt es der Crew, Kontakt zur Flugleitstelle aufzunehmen und die Landung auf dem Flughafen zu planen. Die Maschine landet schließlich sicher in Köln. Die Kanzlerin lobt nach dem Zwischenfall die Besatzung. Sie habe eine sehr, sehr exzellente Crew gehabt. Das Kommando habe der erfahrenste Kapitän der Flugbereitschaft geführt, sagt Merkel. Als sie gegen 20 Uhr von einem Mitglied der Crew aus einem Briefing geholt wird, habe sie zunächst gedacht, dass in Deutschland etwas vorgefallen ist. Die deutsche Kanzlerin wird nun verspätet zum G20-Gipfel eintreffen. Die für Freitag geplanten Treffen, nämlich mit US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, muss Angela Merkel nun verschieben.